Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Tier und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video sehen wir uns den Trailer zur 8. Episode von Star Trek Picard an. Bleibt dran! Der Trailer zur 8. Folge von Star Trek Picard Staffel 2 ist erschienen. Was sagt uns dieser? Was sehen wir da? Wir sehen natürlich wieder Jean-Luc Picard. Wir sehen Agnes, die mehr und mehr zur Borgkönigin wird und von Seven of Nine und Raffi gejagt wird und gestoppt werden muss. Wir sehen jugendliche Romulaner an einem See. Wir sehen wieder einen jugendlichen Jean-Luc Picard. Wir sehen Picard und Guinan im Verhör vom FBI, dem Ende, dem Cliffhanger der 7. Folge. Und wir sehen Q, Dr. Sung und seine Tochter. Es ist im Groben eine Zusammenfassung aller noch offenen Handlungsstränge bis auf die Zeitreise. Wir gehen einmal davon aus, Handlungsstrang Europa-Mission, Handlungsstrang René Picard, abgeschlossen. Es wird anscheinend wieder zu Flashbacks, zu Gedankenfetzen, zu Erinnerungen von Jean-Luc Picard geben, wie er auf jugendliche Romulaner trifft. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Flashbacks essentiell für die Geschichte sind, für die komplette Staffel sind. Ich gehe immer noch davon aus, dass Qs Motivation, das alles Picard erdulden zu lassen, Picard hier auf diese Reise, auf diese Zeitreise zu schicken, mit seiner Kindheit, mit seiner Jugend, mit seiner Mutter zusammenhängt. Damit zusammenhängt, dass seine Mutter psychisch krank war und Jean-Luc Picard ihr nicht geholfen hat, ihr nicht helfen konnte. Diese Aufarbeitung wird die Motivation von Q sein. Picard hier diese Reise durchmachen zu lassen, ist für Q der Weg, um Picard Buße tun zu lassen. Und dieser Handlungsstrang wird sich vermutlich bis zum Finale, bis sie zurückkehren ins 24. Jahrhundert, sogar bis wir wissen, wer die Borgkönigin aus der ersten Folge waren, durchziehen und erst mit diesem Moment abgeschlossen sein und auflösen. Also zur Gänze auflösen. Jurati wird mehr und mehr zur Borgkönigin. Das war ja, oder das ist ja die logische Konsequenz aus Folge 5, wo Jurati die Borgkönigin ihren Körper getötet hat und die Borgkönigin durch Nanosonden in den Körper von Jurati eingedrungen ist. Sie brauchen auch noch die Borgkönigin, um ins 25. Jahrhundert zurückzukehren. Oder zumindest die Hilfe von Q. Einer von beiden muss, oder ein Teil der Geschichte, dieser zwei Geschichten, muss dafür sorgen und wird dafür sorgen, dass die Crew und Jean-Luc Picard wieder zurück ins 24., 25. Jahrhundert gelangen. Insofern wird mit Jurati als Borgkönigin bei dem Kampf zwischen und mit Seven of Nine und Raffi nicht viel passieren. Sie wird maximal gestoppt, betäubt oder leicht verletzt. Rios kam im Trailer überhaupt nicht vor. Guinan ist immer noch an der Seite von Jean-Luc Picard. Dieser Handlungsstrang mit dem FBI, den braucht es, finde ich, überhaupt nicht. Es ist für mich ein riesengroßer Lückenfüller. Es wirkt fast so, als hätte man bei den nicht eh schon genug Handlungssträngen, die noch offen sind, keine Ideen mehr, wie man hier die Zeit für 10 Folgen füllt. Dann fügt man halt nochmal das FBI mit ein. Unter anderem hat mich auch diese Folge oder dieser Handlungsstrang an eine Folge von Star Trek Deep Space Nine erinnert, wo Quark und Rom in die Vergangenheit reisen und vom amerikanischen Militär der 40er, 50er Jahre gefunden und festgehalten wird.
was den temporären Zusammenhalt des nicht beeinflussen der Zeitlinie anbelangt, dass jetzt ein Picard und Guinan vom FBI festgehalten wird, auf das möchte ich eigentlich gar nicht eingehen, weil sich das meiner Meinung nach nur dadurch wieder auflösen lassen wird, dass es entweder von Q gelöscht wird aus der Zeit oder dass es von Anfang an Teil der Geschichte der Original-Zeitlinie darstellt. Also de facto ist es egal, ist es nicht wichtig für die Handlung. Und jede Handlung oder jeder Teil einer Geschichte, der nicht wichtig für die Gesamthandlung ist, der keinen Mehrwert hat, ist für mich sinnlos. Und so gewichte ich auch den Part mit dem FBI. Die größte und wichtigste Aussage für mich aus dem Trailer ist, dass es ab Folge 8 mit dem Erzähltempo wieder etwas an Fahrt gewinnt. Wir sehen wieder den Teil der Geschichte um Q und Sung und Picard, und dieses Zusammenspiel wird wieder weitererzählt. Das, was ja für mich auch das Tragende ist, es war gut und es war schön, dieses Intermezzo mit René Picard und der Europamission. Aber jetzt bitte wieder zurück zur Haupthandlung, jetzt bitte wieder zurück zu Q und der Motivation, Q, Picard und seine Crew auf diese Reise zu schicken. Und dass wir zu diesem Handlungsstrang zurückkehren, da stimmt mich der Trailer doch etwas positiv. Habt ihr den Trailer schon gesehen? Wie ist eure Einschätzung zum Trailer und zur 8. Folge von Star Trek Picard? Seid ihr noch im Flow? Interessiert euch noch die Serie? Oder seid ihr wie viele andere schon ausgestiegen und habt euch gedacht, na gut, ich kann auch ohne? Lasst es mich gerne wissen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr den Kanal aktiv unterstützen wollt, lasst dem Video gerne ein Like da, gebt dem Kanal ein Abonnement. Es sind nur zwei kleine Mausklicks für euch und eine riesengroße Unterstützung für mich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.